Philips 2000 Watt Föhn, volle Pulle, Wasserkocht mit 1600 Watt und die Waschmaschine. Link in der Videobeschreibung. Also hier haben wir eine Induktionsplatte, glaube ich bis 2000 Watt. Ist super praktisch, kann man auch zu Hause mit der Powerstation benutzen. Spart dann einfach Strom, weil man es mit Sonnenenergie laufen lassen kann. Den Link auch in der Beschreibung. Dann hier Camping, Washing Machine und Föhn. Das sind so die Verbraucher, die mir einfallen. Natürlich haben wir hier auch, also hier seht ihr, man kann Lichter einstellen, dann hat er USB mit 12 und 18 Watt und 100 Watt USB-C, zwei Stück, kann man separat einstellen. Dann haben wir hier den Anderson, glaube ich heißt er. Dann haben wir hier ganz normaler Anschluss. Hier seht ihr 12 Volt 3 Ampere, 3 220 Volt Anschlüsse. Hier haben wir dann die Eingänge, Kaltgerätestecker, Sicherungsschalter. Hier kann man es generell aus- und anmachen. Da seht ihr hier nochmal. Hier kann man auch noch separat Akkus anstecken. Technische Daten. Lüftung. Da ist der Griff da unten. Was ganz toll ist, ist hier der Wireless Charger. Geht also super. Zumindest mit meinem Huawei. Da ist eine Klappe drin hier. Und hier ganz pfiffig eine Taschenlampe. Ups. Ja, also Mechanismus ist runterdrücken, ups, Taschenlampe runterdrücken, und dann kann man so rausnehmen und dann hat man hier eine kleine Taschenlampe. Lädt aber nicht, das hier aufzuladen mit USB. Ja. Ja, ganz gut. Wenn man mal am Campingplatz ist oder aufräumt, nice to have, da ist der Mechanismus. Wenn wir mal was am Bobs reinkommen. 300 Watt, ich hoffe ihr seht's. Also wir sind das ist natürlich jetzt nicht optimal ausgerichtet. Campingplatznutzung sehr egal, also ich benutze sie eigentlich zu Hause zum Speichern von Energie, der Kühlschrank oft benutzen wir das Induktionsfeld, weil man den Strom von der Sonne direkt da reinspeichern kann. Goal ist Zero, also so wenig wie möglich Fremdstrom benutzen. Der steht uns ja auch in München und in Deutschland noch kostenlos zur Verfügung. Solange noch kein Finanzminister drauf kommt, auf die Sonne Steuern zu erlassen. Aber vielleicht habe ich mir jetzt auf eine blöde Idee gebracht. Aber wir fangen an hier. Die Waschmaschine. Aber da will ich jetzt zuerst hier einen Liter, da werden wir nachher einen Test machen, einen Liter für das Wasser erwärmen. Ja, okay, und der Rest kann hier rein.
Wasser unser Element. Lassen wir mal die Maschine laufen. Wenn man wüsste wo, ne? Mal schauen. Also damit es realistisch ist. Also Waschmaschine geht. Nimm mal mit dem Wasser wegfüllen. Dann gucken wir mal die Pause hin. So, wir lassen es mal auf 1600 Watt. 1600, 1700 Watt. Und 2500. Also, ein Philips 2000 Watt füllen, volle Pulle, Wasserkocht mit 1600 Watt und die Waschmaschine. Alles geht. Nur, dass ihr seht, Wasser, Föhn, Waschmaschine und wir sind bei 2800 Watt. Ich meine, viel mehr kann man doch nicht erwarten. So, das war mein Test vom Stürkup 2500 mit bis zu 3300 Watt. Mehr Informationen unter stürkuppower.com. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut einfach mal für nähere Informationen dort nach. Wenn ich einen Rabattcode habe, füge ich ihn natürlich gerne ein. So, nach dem ganzen Autogedöns nochmal ein paar Anwendungen. Hier drahtloses Laden des Handys von meiner Tochter, das iPhone. Dann hier kabelgebundenes Laden meiner Drohne. Ihr seht also, hier seht ihr, dass 118 Watt reinkommen gerade vom Solarpanel auch von meinem Balkon. Dann kann man auch die Taschenlampe dort drinnen laden. Steckt da ganz einfach ein USB-C Kabel dran und dann funktioniert es. Die Lampe lädt und ist quasi voll. Es hat auch eine Ladeanzeige. Hier seht ihr sie rot blinken. So eine Taschenlampe kann man mal immer brauchen, beziehungsweise es ist nice to have. Denk mal an einen Stromausfall.
dann rechnen wir wieder mit. Dann hier ein kleines Fach für ein paar Kabel. Ja, was ich hier noch gesehen habe, man kann praktisch das Laden vom 220 Volt Netz auf Fast Charge und auf etwas akkuschonender umstellen. Pfiffige Sache. Ja, prima. Ist jetzt auch auf dem Display Fast und Slow. Ich persönlich mag es ja lieber dann Slow.